Sehr geehrte Gäste, heute möchte ich Sie mal mitnehmen auf eine kleine Reise zur Entgiftungstherapie. Und dabei geht es um die Apherese oder genauer gesagt die Inosphärese. Der erste Fall, den ich Ihnen kommentieren möchte, beschäftigt sich mit der Neurodermitis. Und der Patient, der dort selber seine Geschichte erzählt, wird auch kommentiert von dem behandelnden Arzt Dr. Steinmeier. Die Neurodermitis an sich ist ja ein recht breites Feld und es gibt eine gewisse Veranlagung dazu, die man auch familiär durchaus sieht. Oftmals geht die Neurodermitis mit einem Mehrbedarf an Mikronährstoffen einher und auch die Darmflora ist ein wesentlicher Faktor und auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten sollten gecheckt werden. Auch der Eintrag von Giften ist mitunter nicht unbedeutend. Das alles herauszufinden oder auch Unverträglichkeiten nachzuweisen, ist nicht ganz einfach. So sieht man auch in der Dermatologie durchaus, dass Pricktests unauffällig sind, während das Essen eines Lebensmittels durchaus zu sichtbaren, auch objektiv von anderen Menschen sichtbaren Symptomen führt. Die Inosphärese, zu der Sie hier in diesem Fall etwas hören, ist eine Methode, mit der man eine Art Blutwäsche macht. Und man kann dort eine ganze Reihe von Sachen rausbekommen, ob das nun Entzündungsparameter sind oder ob es Gifte sind, nicht nur toxische Metalle, sondern auch fettlösliche Gifte, die auch sonst nachzuweisen gar nicht so einfach sind dann doch nachweisbar, nämlich im Eluat. Das Eluat ist das, was am Ende als gefilterter Kaffeesatz herauskommt, um es mal ein bisschen niedlich zu sagen. Und dieses Eluat kann man dann toxikologisch untersuchen lassen und dann findet man raus, womit man dann doch belastet ist. Mitunter sind diese Mengen gar nicht so hoch. Trotzdem sind sie dann ein wichtiger, richtungsweisender Fingerzeig, wonach man gucken muss, zum Beispiel hinsichtlich des wiederkehrenden Eintrags, so wie in diesem Fall durch die Cremes, die der Patient in der Vergangenheit immer wieder genutzt hat. Bei anderen Patienten kann es aber auch dazu führen, dass dort Werte sind, die man toxikologisch gar nicht als direkt toxisch bezeichnet, weil also nicht Zellen sofort kaputt gehen, aber die individuelle Reaktion darauf bis hin zum multichemischen Sensitivitätssyndrom sehr beeindruckend sein können. Und insofern ist diese Art der Therapie auch ein wichtiger Schritt für eine nachfolgende Diagnostik des Eduates, wie Sie in diesem Beitrag erkennen werden. Viel Spaß dabei. Ja, im Januar 2021 hat es bei mir angefangen, dass ich starke Entzündungen und Hautprobleme bekommen habe. Meine Haut war komplett gerötet und hat extrem gejuckt. Es hat sich immer weiter verschlechtert, so sehr, dass ich quasi mich nicht mal mehr hinlegen konnte auf meiner Haut. Genau, auf der Suche nach Lösungen war ich bei unzähligen Hautärzten, auch in der Notaufnahme, im Krankenhaus. Und ich wurde immer wieder nur zu den Hautärzten wiederum verwiesen und die Lösungen von denen sahen aus: Cortison oder Immunsuppressiva. Meine Schwägerin hat mir dann mal den Tipp gegeben: Hey, schau doch mal nach einem Umweltarzt, der könnte dir helfen. Und im Internet habe ich dann gesucht und dann die Praxis hier gefunden. Wir haben dann so eine Vorabanalyse gemacht zu meinem passenden Krankheitsbild, was denn alles sein könnte. Und da kamen auch einige Sachen mit raus, unter anderem Schwermetalle, aber auch eine Entzündung, die eventuell im Kiefer vorhanden ist, anhand des Randtestwertes. Genau, da bin ich auch sehr froh, dass dieser Wert abgenommen wurde, denn im Nachhinein hat sich auch gezeigt, dass dort sehr viele Entzündungen und sehr viel Juckreiz auch entstanden ist durch diese Entzündung, die ich im Kiefer hatte. Dann habe ich die Inosphärese machen lassen mit anschließender Analyse und habe dann für mich unter anderem direkt feststellen müssen, dass leider die Creme, die ich für meine Haut verwende, ja, einen Stoff enthält, der nicht so schön ist und wo mein Körper auch von mehr gesättigt ist, als ja, wie schön ist. Dieser Stoff war Phenoxyethanol und es ist ein Konservierungsstoff, damit Cremen oder sonstige Dinge nicht schimmeln oder ja, länger haltbar sind. Und dieser Stoff wurde natürlich von meiner Haut auch aufgenommen, weil ich ihn auf die Haut aufgetragen habe. Ja, nach dem Ergebnis habe ich natürlich sofort die Creme gewechselt.
Hier erwiesen sich zwei wesentliche Baustellen als ursächlich. Die eine Baustelle waren Nikos. Nikos sind Kieferentzündungen nach stattgehabter Zahnwurzelbehandlung, sind chronisch persistierend, chronisch weiterführende Entzündungen im Kiefer, die permanent auch Entzündungsgifte in den gesamten Körper abgeben. Das war der eine wesentliche Aspekt bei diesem Patienten. Der andere wesentliche Aspekt bei diesem Patienten waren Umweltgifte, übrigens auch Umweltgifte, die in Shampoos, Seifen, Cremes etc. pp. Enthalten sind. In dem Falle war das Phenoxyethanol, konnte also eindeutig identifiziert werden. Aufgrund dessen haben wir uns auch entschlossen zur Apherese. Die Apherese kann Umweltgifte herausfiltern. Auch dieses Phenoxyethanol ist sehr deutlich herausgefiltert worden. Nach den ganzen Ausleitungen der Inosphärese und der Nikobehandlung beim Zahnarzt, die Kieferentzündung behandeln lassen, geht es mir jetzt mittlerweile so gut, dass ich wieder lebensfähig bin. Ich kann mich hinlegen, ich kann schlafen, ich habe keine Hautschmerzen mehr, keine Berührungsschmerzen mehr. Der Juckreiz ist auch zu 80-90% verschwunden. Durch die ganzen Behandlungen und Analysen konnte ich mein Leben so weit anpassen, dass ich deutlich weniger Einschränkungen habe. Und ja, ich kann auch zumindest wieder arbeiten gehen und ich bin sehr froh darüber. Also ich habe mein Leben quasi wiederbekommen und vorher war es nicht lebenswert mehr. Yeah.